unsere Zuschauer, das ist opportunistisches Pack. Die wollen sich nicht minderwertig fühlen, weil sie keine klugen Bücher lesen. Die wollen Titten sehen und wissen, wie man Steuern spart. Das ist das wahre Leben für sie. Okay, und wäre es dann nicht vielleicht an der Zeit, dass sie mal jemand von dieser Wahnvorstellung befreit hat? Ja, irgendjemand bestimmt. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, bessere Menschen zu erschaffen. Das ist Geschäft, Rainer, das ist ein Business. Ich will diese ganze Scheiße nicht mehr hören. Was? Mainstream ist immer scheiße und Qualität ist was für wenig Auserwählte oder wie. Das ist doch Schwachsinn. Geh mal runter auf die Straße und red mal mit den Leuten. Und du wirst sehen, kein Mensch da unten ist so blöd wie die Shows, die wir produzieren. Ja, aber dann frage ich mich schon, wer die ganzen Britney Spears-CDs kauft. Komm, Rainer, gib's jetzt auf. Die Leute reagieren einfach nur auf Müll. Ja, genau. Deswegen sollten wir vielleicht aufhören, sie damit zuzuscheißen. Du gibst doch deinen Kindern auch nicht den ganzen Tag Süßigkeiten zu fressen, oder? Ja, gut. Wenn du das jetzt noch unseren Werbepartnern klar machen könntest. Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Weißt du, von wem das ist? Adolf Hitler, Mein Kampf. Mein Gott, jetzt komm ich doch nicht damit. Glaubst du an Karma, Maywald? Rainer, bitte. Jeder hier in diesem Sinn hat ganz großen Respekt vor deiner Arbeit, aber... Ich scheiß auf deinen Respekt. Aber das mit deinem Drogenproblem geht so auch nicht mehr weiter. Du weißt ganz genau, dass du es nur meinem Einfluss zu verdanken hast. Dein Einfluss? Das ist mein Einfluss zu verdanken! Das ist nach dem Unfall keine weitere Suche stattgefunden! Was dein Einfluss ist? Ihr züchtet hier eine Horde völlig identischer Mutanten ran, ihr zerstört eine Kultur, ihr zerstört eine Gesellschaft und ihr habt nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei! Ja, was? Guck dich doch an, du blöder F***! Du siehst das selber an! Du warst doch von Anfang an dabei, du! Aber nicht mehr. Kleines, verpisstes, verkuckstes Arschloch. Lösungswort. Bauernfrühstück. Ich glaube, dass es ein bisschen hängt. Wir werden also hier... Entweder ich lasse mir das Fett absaugen, oder er verlässt mich. Liebeshandgriffe oder Love Handles. Das heißt... Guck dich mal an, du fette Schlampe! Du bist doch viel zu fett, ich will... Die Titanic Show. 100 Kandidaten, ein Schiff. Wer wird die Katastrophe überleben? Die Reichen auf dem Luxusdeck oder die Armen unten eingepfercht? Sehen Sie packende Action beim Kampf ums nackte Überleben und romantische Liebesmomente. Big Brother war gestern. Jetzt kommt... Was ist denn hier los?